Hallo, schön, dass du dabei bist. Wir werden eine kleine Praxiseinheit zum Pilates machen, so ein bisschen was für den unteren Rücken, ein bisschen Stabilität aufarbeiten. Mein Name ist Nadja und du kannst dich erstmal ganz bequem auf den Rücken legen. Leg die Hände auf deine Rippenbögen. Atme ganz bewusst ein und spür, wie deine Rippenbögen ganz weit werden, wie die Fingerspitzen auseinanderziehen. Und lass wieder ausatmen und die Rippenbögen wieder zueinander ziehen. Spür, wie die Fingerspitzen zueinander ziehen, wie du ganz schmal wirst im Rippenbereich. Einatmen, zieh wieder alles ganz sanft auseinander. Spür die Weite in dem Rippenbogen. Ausatmen, zieh wieder alles zusammen. Spür, wie die Finger zusammenziehen, wie du ganz schmal wirst. Einatmen, weiten, groß werden. Und ausatmen, wieder ganz sanft zusammenziehen. Mit der nächsten Einatmung, wenn dein Rippenbogen ganz weit wird, zieh deinen Bauch in die Länge. Mach dich ganz lang, ganz schmal. Und dann mit der Ausatmung, schieb die Rippenbögen wieder ganz sanft zusammen. Zieh den Bauchnabel fest nach innen und spür, wie dein Beckenboden noch anspannt. Einatmen, die Rippenbögen ziehen wieder auseinander. Der Bauch wird ganz lang, ganz schmal. Ausatmen, zieht der Bauchnabel noch mehr nach innen, wird ganz fest, Beckenboden ist fest, die Rippenbögen ziehen zueinander. Atme, dein Rhythmus gleichmäßig weiter, spür die Bewegung in den Rippenbögen, im Bauch und natürlich bei der Ausatmung auch noch in deinem Beckenboden. Leg dann deine Hände in einem Dreieck auf deinen unteren Bauch. Atme weiter in den Brustkorb. Spür, wie dein Bauch sich in die Länge zieht. Und mit der Ausatmung, wenn die Rippenbögen zusammenziehen, zieh den Bauch ganz fest nach innen. Spür, wie deine Bauchdecke sich von deinen Hippen löst. Einatmen, die Rippenbögen weiten, den Bauch in die Länge ziehen. Ausatmen, die Rippenbögen zusammenführen, Bauch fest nach innen. Und den Beckenboden aktivieren. Konzentriere dich mit jeder Ausatmung darauf, dass dein gesamter Bauchraum sich zusammenzieht, klein wird, dass du dich wie zusammenschnürst, ganz eng wirst, ganz fest und stabil. Im Bauch- und Chorbereich. Leg die Arme locker neben deinen Körper. Mit der nächsten Einatmung bleibst du dabei, dass dein Brustkorb sich weitet. Lass dein Becken ganz sanft nach vorne kippen, sodass deine Lendenwirbelsäule sich löst vom Boden. Und mit der Ausatmung ziehst du die Rippenbögen zusammen und spannst den Bauch ab und aktivierst den Beckenbodenmuskulatur, sodass du vom Becken her in so eine sanfte Kippbewegung kommst. Einatmen. Gib das Becken wieder nach vorne, spür die Länge im Bauch, die Weite in den Rippenbögen. Und dann ausatmen, alles zusammenziehen, mach dich ganz lang. Einatmen, nach vorne kommen, lange Bauchdecke. Ausatmen, zusammenziehen, ganz klein werden. Achte darauf, dass die Beine möglichst locker aufgestellt sind. Spür, wie die ganze Kraft aus deinem Bauchraum rauskommt. Wie die Bauchmuskulatur sich zusammenzieht und dadurch dein Becken wieder aufrichtet. Und dann werd größer in deiner Bewegung. Lass mit der nächsten Ausatmung dein Becken noch etwas mehr nach oben kommen. Spür, wie dein Becken sich vom Boden löst. Einatmen, setz das Becken wieder auf, du
bewegt sich wieder nach vorne. Und ausatmend, richte das Becken wieder auf, zieh den Bauch ein und komm wieder etwas höher mit deiner Wirbelsäule vom Boden. Jetzt mit jeder Ausatmung etwas mehr dich vom Boden wegkommen, etwas höher kommen. Achte darauf, dass die Schultern, der Nackenbereich ganz locker und entspannt liegen. Komm immer weiter nach oben. Und dann bleib mit der nächsten Ausatmung oben. Spür, wie dich vorne alles zusammenzieht. Bleib oben bequem stehen. Achte darauf, dass die Beine bequem abgestellt sind. Wenn es an den Knien unangenehm ist, vielleicht die Füße so ein bisschen nach außen drehen oder ein bisschen nach innen. Einfach mal probieren, wie es sich angenehm anfühlt. Lass die Arme locker neben deinem Körper liegen. Lass die Schultern entspannt. Atme ein, zieh den Bauch wieder lang, die Rippenbögen geöffnet. Und mit der Ausatmung spann die Bauchdecke an, schließ die Rippenbögen und zieh dabei den rechten Beckenkamm nach oben. Einatmen, komm wieder in die Mitte und ausatmen, schieb die andere Seite nach oben, sodass du mit dem Becken in so eine sanfte, schaufelnde Bewegung kommst. Leite die Bewegung ein über die Bauchmuskulatur, über das aktive Anspannen. Bleib mit dem Becken oben, spür die Kraft in deinem Rücken, dein Gesäß, in deinen Beinen. Und spür die Bewegung, die durch deinen Bauch eingeleitet wird. Die Rippenbögen und aktiviere mit jeder Ausatmung immer wieder dein Beckenboden. Konzentriere dich ganz bewusst auf deine Ausatmung. Arbeite ganz gleichmäßig. Ausatmen, komm wieder tief, achte immer wieder auf den Beckenboden, auf den Bauch
und auf den Brustkorb, die nach innen ziehen, die dich stabilisieren. Und die Bewegung, die Kraft in deinem Körper. Achte auf die Länge in deinen Beinen. Beweg dich ganz sanft und ganz bewusst. Langsam zurück nach oben. Lass die Beine wieder hängen, entspann dich, beweg dich sanft von Seite zu Seite. Lass die Schultern locker, Nacken locker, alles ein bisschen entspannt. Lass die Beine locker über dein Becken hängen, nimm die Arme seitlich raus. Schau, dass deine Schultern bequem auf dem Boden liegen. Achte darauf, dass du während der Übung jetzt die Arme nur locker liegen kannst. Einatmend, öffne wieder die Rippen, zieh den Bauch in die Länge und mit der Ausatmung zieh dich sanft zusammen und beweg die Beine ganz leicht zur Seite. Halte hier kurz Atem wieder ein und ausatmen, spann den Bauch an und komm wieder zurück nach oben. Atme wieder ein und ausatmen, komm wieder zurück auf die gleiche Seite. Atme ein und komm wieder nach oben. In Endpositionen atmest du immer ein und während du dich bewegst, atmest du immer aus. Schau, dass du von den Schultern und vom Nackenbereich her möglichst locker liegst, möglichst entspannt bist. Versuche nur mit der Kraft deines Bauches die Beine wieder nach oben zu bekommen. Schüttel alles ein kleines bisschen. Und dann mach dich bereit für die andere Seite. Achte wieder drauf, Schultern und Nacken locker zu lassen, ganz entspannt. Lass die Beine wieder ganz bequem über deinem Becken hängen. Atme ein und komm mit der Ausatmung zur Seite. Atme wieder ein auf der Seite und ausatmen. Zieh die Beine mit Spannung zurück in die Mitte. Einatmen, ausatmen zur Seite. Spür die Spannung, spür die Stabilität, die in deinem Körper herrscht. Lass deine Gesichtsmuskulatur möglichst entspannt. Komm noch ein letztes Mal nach oben und locker wieder alles etwas durch. Schüttel dich so ein kleines bisschen, ganz entspannt, ganz gleichmäßig. Zieh dich lang, wenn du möchtest, alles wieder aufdehnen, so ein bisschen in die Länge wieder reinkommen. Und dann komm rum in den Vierfüßlerstand. Lass die Hände unter deinen Schultern. Achte darauf, dass die Ellenbogen nach vorne zeigen. Und schau, dass die Arme so ein bisschen angewinkelt sind. Es geht einfach darum, dass deine Gelenke geschützt werden und du über die Muskulatur arbeitest. Lass die Zehenspitzen aufgestellt, die Knie unter dem Becken, den Rücken schön lang.
Atme ein und hebe mit der Einatmung den rechten Arm an, dreh deinen Oberkörper, ohne dass dein Becken sich verdreht. Mach dich so groß wie möglich und mit der Ausatmung zieh dich zusammen, spür wie die Rippenbögen sich schließen. Wie der Bauch nach innen zieht, und komm dann mit der Einatmung wieder nach oben. Ausatmen, zieh die ganze Vorderseite zusammen, mach dich ganz klein, roll dich ein. Einatmen nach oben und ausatmen und wieder tief. Achte bei jeder Ausatmung darauf, dass dein Beckenboden mit aktiviert ist. Dein Becken bleibt fest, stabil stehen. Genieß die Bewegung, die Öffnung im Rücken und die Kraft in deinem Bauch. Mach dich immer wieder so groß, wie du kannst. Schau deiner Hand hinterher, sodass deine gesamte Wirbelsäule in die Knie kommt. Noch ein letztes Mal. Mach dich klein, zieh dich zusammen und komm so weit in Position, wie es dir möglich ist, ohne dass du dich vom Becken oder vom Arm her verdrehst. Und dann löse und wechsle die Seiten. Achte wieder auf deine Grundposition, lass die Arme leicht angewinkelt. Einatmen, zieh dich nach oben, werd ganz groß. Ausatmen, roll dich ein, mach dich ganz klein, so klein wie möglich. Einatmen, ganz groß. Ausatmen, ganz klein. Aktiviere den Beckenboden. Lass dein Gesicht entspannt. Spür wieder die Länge, wenn du dich aufrichtest und einatmest. Und spür, wie du klein bist mit der Ausatmung. Und dann zieh dich noch ein letztes Mal zusammen. Mach dich ganz klein, wie du kannst. Und los, schieb dich nach hinten. Leg den Kopf bequem ab. Lass dein Becken auf, die Fersen sind liegen. Ausgerichtet bzw. die Arme beugen. Bring mit der Einatmung deinen rechten Arm und dein linkes Bein nach oben. Mach dich ganz lang, streck dich, stell dich vor, du willst an die Wand kommen. Ausatmen, zieh beides unter deinen Körper zusammen, den Knie und Ellenbogen zusammen, mach den Rücken rund. Einatmen, streck dich, werd ganz lang. Ausatmen, zieh dich zusammen. Lass von deiner Hand den Daumen nach oben zeigen. Spür immer wieder das Wechselspiel von Länge, von den kleinen zusammengezogenen, zurückgezogenen. Zusammenziehst, achte darauf, dass deine Schulterblätter entspannt sind. Mach dich noch einmal lang, zieh dich in die Länge, zieh dich an die Wand ran und löse, komm nach unten.
und dann bereite dich gleich auf die andere Seite vor. Achte wieder auf deine Grundposition. Vermeide in den Bewegungen, dich hin und her zu bewegen vom Körper. Versuch ganz stabil zu bleiben. Das erreichst du über die Bauchmuskulatur, die du fest anspannst, und über die Beckenbodenmuskulatur. Einatmend, bring den linken Arm und dein rechtes Bein nach oben. Wir wechseln. Ausatmen, zieh dich zusammen, mach dich klein. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, schließ dich von dem Beckenboden an. Einatmen in die Länge. Spür, wie dein Rücken sich bewegt, wie dein Körper sich bewegt. Spür, wie du deinen Beckenboden verschließt. Und dann komm noch einmal zusammen, mach dich klein. Und streck dich. Mach dich ganz lang, zieh dich wieder in die Länge, so lang wie möglich. Und lösen. Wieder nach hinten kommen, klein machen, die Arme ablegen. Ganz kurz entspannen und lockern. So, ich hoffe, es ist noch alles gut. Und dann kommen wir runter auf den Bauch und machen in der Bauchlage nochmal weiter. Wir stärken noch ein bisschen unsere Körperrückseite, machen noch ein bisschen was für den oberen Rücken, für die Beine, für den Po. Also einfach die gesamte Rückseite. Leg die Hände unter deinen Kopf, lass den Kopf ganz bequem liegen. Du kannst gerne den Kopf, wenn es für dich unangenehm ist, auch seitlich ablegen. Stell die Zehenspitzen auf und jetzt spann die Beine an, sodass die Beine sich vom Boden lösen, dass du oben bist, in der Luft. Leg den Kopf ganz bequem ab und lass den Kopf liegen. Und dann fang an, einzuatmen. Mit der Ausatmung bring dein Bein nach oben, so weit wie du kannst, ohne dass dein Becken sich vom Boden löst. Es bleibt stabil. Einatmen, sink nach unten. Ausatmen, komm nach oben. Einatmen, sich vom Boden, ohne abzusetzen, wenn möglich. Ausatmen, nach oben. Achte auf die Schultern, auf den Nackenbereich. Bleib entspannt. Aktiviere den Beckenboden mit der Ausatmung, wenn dein Bein nach oben geht. Und lass locker, wenn du nach unten kommst. Spür dein Gesäß und die Beinrückseite, die gestärkt und gekräftigt werden. Achte darauf, dass die Beine unter Spannung bleiben, dass die Beine schön in der Luft bleiben. Komm nach oben, so weit wie möglich. Spür nochmal die Spannung und dann löse und entspann. Einmal kurz die Beine locker lassen, die Knie sinken auf den Boden, das Becken geht so ein bisschen hin und her, alles wieder so ein bisschen entspannen. Und dasselbe mit der anderen Seite. Dreh deinen Kopf jetzt gerne auf die andere Seite, dass der Nacken nicht nur auf eine Seite gedehnt wird. Oder natürlich den Kopf nach unten, so wie es angenehm ist. Die Zehen sind wieder aufgestellt. Streck die Beine, bring Spannung in die Beine rein. Atme ein und mit der Ausatmung zieh dein Bein wieder so weit wie möglich ist nach oben, ohne dass dein Becken sich löst. Ausatmen, komm nach unten. Einatmen, Entschuldigung. Ausatmen, komm wieder nach oben. Einatmen, komm nach unten. Lass die Schultern und den Nackenbereich entspannt, komm nach oben mit der Ausatmung. Und einatmen, wieder locker. Mal wieder darauf, ob du den Beckenboden mit anspannst, ob du stabil liegst, ob dein Becken an sich auf dem Boden bleibt. Und dann komm noch einmal nach oben, spür mal die Spannung und
dann lösen lassen. Einfach nochmal hier ein bisschen hin und her schaukeln, alles wieder so ein bisschen entspannen. Gut. Eine machen wir noch und dann haben wir noch so einen kurzen Entspannungsteil. Hast die Nasenspitze jetzt nach unten ausgerichtet, die Arme liegen in der U-Halte neben deinem Körper. Das heißt, die Daumen zeigen nach oben, die Handflächen zueinander und die Ellenbogen sind so ungefähr auf Schulterhöhe. Stell die Füße wieder auf und gib Spannung in die Beine, sodass die Beine jetzt gelöst sind wieder vom Boden. Einatmen, löse die Hände, bring die Hände in die Luft nach oben. Ausatmen, löse die Ellbogen, schieb die Ellenbogen hoch. Einatmen, heb den Oberkörper ab. Ausatmen, lass den Oberkörper nach unten sinken. Einatmen, die Ellenbogen. Und ausatmen, die Hände. Einatmen, die Hände lösen. Ausatmen, die Ellbogen nach oben schieben. Einatmen, den Oberkörper anheben. Ausatmen, den Oberkörper wieder ablegen. Einatmen, die Ellbogen ablegen. Und ausatmen, die Hände. Noch in deinem Tempo weiter. Einatmen, die Hände lösen. Ausatmen. Einatmen, heb den Oberkörper so weit, wie du kannst an. Ausatmen, komm wieder nach unten mit dem Oberkörper. Einatmen, mit den Ellbogen. Und ausatmen, mit den Händen. Und mach weiter. Versuche mit der Ausatmung hier in der Seite noch etwas mehr Länge zu erhalten.
Einatmung langsam wieder zurück in die Mitte kommen, wieder zurück in die Luft und ausatmen zur Gegenseite. Achte wieder darauf, dass deine Knie und deine Füße in Kontakt bleiben. Deine Schultern tief sind. Dich nach oben und komm noch einmal zum Sitzen. Zieh den Prokrat so ein bisschen zur Seite, dass du spürst, wie du fest auf deinen Sitzbeinhöckern aufsitzt. Achte darauf, dass du dich vom Becken her aufrichtest, dass die Brustwirbelsäule bzw. die gesamte Wirbelsäule lang gestreckt und besonders die Brustwirbelsäule nach vorne schieben. Atme ein, mach dich ganz lang und jetzt lass dich mit der Ausatmung mit langem Rücken nach vorne ziehen, so weit wie es für dich möglich ist. Gib dann die Hände auf die Beine und halte hoch. Du kannst über die Beine versuchen, dich so noch so ein bisschen weiter nach unten zu ziehen, wenn es für dich möglich ist. Achte darauf, dass die Schultern lang bleiben. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Spannung etwas nachlässt, dann versuch dich noch etwas tiefer sinken zu lassen. Wichtig ist trotzdem, dass zuerst dein Bauch nach unten auf die Beine kommt, dann die Brust und zum Schluss erst der Kopf. Also wirklich in der Länge. Und dann komm langsam mit geradem Rücken nach oben. Zieh erst die Wirbelsäule wieder in die Länge und richte dich dann auf. Mal zum Sitzen, so wie es für dich jetzt gerade in diesem Moment angenehm ist. Nimm die Arme nach hinten, bring die Schulterblätter zusammen, heb die Brust. Spür nochmal so richtig, wie hier die Brust und die Schultern geöffnet werden, bis in die Arme rein. Und spür die Anspannung im oberen Rücken, im hinteren Schulterbereich. Dann lass mit der Ausatmung langsam die Arme nach unten sinken. Und dann hoffe ich, dass es dir gefallen hat und du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich danke dir. Tschüss.